Ich habe das übrigens Farbenspiel des Winds. Ich glaube, das scheint ein sehr schwieriger Song zu sein. Egal, wo ich es bislang gehört habe, es war nie gut. Grausig. Unterwegs und haben uns Disney in Concert in der Nürnberger Versicherungsarena, Eistigers Arena, Eishockey Arena mit Disney angeschaut. Ja, es ist im Prinzip ein riesen Orchester, ich glaube 80 Mann Orchester davor. Dahinter eine große Leinwand, wo dann immer mal wieder Ausschnitte aus den jeweils gespielten Stücken von den Originalfilmen gezeigt werden. Und es gibt Solisten, die dann quasi live dazu Wir sehen. Hatten Willemijn Verkalk, Alexander Klaas, Milica Jovanovic hier aus Wien. Ja. Und ich weiß nicht, wie hieß der? Der super gesungen hat. Mist. Der andere hat echt, also den kennt man nicht. Ja, und Ona hat gesungen. Das ist so eine oh, so eine Poker. Das kommt da wieder negativ. Ja. Also, aber der andere, wir werden nochmal. Also wir schreiben jetzt drunter, wie er hieß, weil der war echt super. Aber Vorteile erstmal, weil also ein paar Sachen haben wir dann. Also Vorteile, es ist Disney. Es egal ist was Disney. Kommt, Disney ist super. Wir hatten nicht nur also Musical-Sachen, sondern es war komplett durch Disney durch, mit einem riesigen Orchester. Und das kann eigentlich nur gut werden, wenn alles andere... Also es war Pinocchio war dabei, Schneewittchen war dabei, es war Mary Poppins dabei... König der Löwen, glaube ich, Ariel, Dschungelbuch und die Solisten haben halt immer dazu gesungen und das Orchester hat auch immer so ein Best-of des Films sozusagen wiedergegeben und dieses Orchester echt großartig, also echt, ich habe die Geigen gar nicht zählen können, so viel Geigen. Ich habe angefangen von einer Seite zu zählen, da war ich bei 40 und hast du mir gesagt, ja. Oh, die kommen ja nochmal von der anderen Seite, nochmal 40, also 80, Mann, es ist echt wunderbar. Orchester auch, pur. Auch der Moderator, muss ich sagen, war super. Dieser von Ninja Warriors von RTL. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wir schreiben es auch noch hin. Hat der nicht Best of 90s? Nee, ich glaube, dieser von Ninja Warriors. Ja, so ein aufstrebender RTL-Moderator hat es moderiert. War auch schön moderiert und auch die Sänger, also sagen wir es so, Willemijn, super gesungen. Milica Jovanovic, super gesungen. Alexander Klaas, auch. Ich habe so gemacht, als ob es nicht gut wäre. Willemijn ist super. Großartig. Milica war auch super. Milica ist echt super. Alexander Klaas, okay. Ist okay, also da kann man nichts sagen. Der eine, dessen Name jetzt da unten steht, hat uns überrascht. Der war großartig. Also der hatte auch... Der hat bei Dschungelbuch. Der hatte Baloo gemacht und boah, der hat gesungen und der hat mal getanzt. Also ich hätte nicht gedacht, der macht, glaube ich, nur noch dieses Zeug. Also ich habe mal geschaut und der macht irgendwie keine normalen Musicals mehr. Das hat er mal irgendwann gemacht und... Jetzt macht er nur noch das und mal ein bisschen so Gesangscoaching. Ja, super. Der und als Gast, wahrscheinlich haben sie jedes Mal einen anderen, aber als Gast diesmal war Onak dabei. Oh, ja. Onak, das ist so eine, die hat mal, glaube ich, ein Echo oder irgendeinen Schlagerpreis gewonnen. Das ist so eine, so ein bisschen auf Indianisch angehaucht. Die hat natürlich auch Pocahontas gewonnen. Und wir kommen jetzt zum Negativen schon. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also Farbenspiel des Winds. Ich habe das übrigens Farbenspiel des Winds. Ich glaube, das scheint ein sehr schwieriger Song zu sein. Egal, wo ich es bislang gehört habe, es war nie gut. Grausig. Nein, es war echt schlimm. Ja. Also, aber nicht so schlimm wie diese ungeheure, beschissene Akustik in dieser Halle. Ja. Dieses ganze Orchester bringt nichts in dieser Weltbrechhalle. Völlig akustisch toten Halle. Also das ist ja, da kann schlimm. Da kann das Orchester nichts dafür, da kannst du ja auch Lautsprecher und was weiß ich was an die Decke hängen, aber wenn du nun mal eine Halle hast, die ist natürlich auch nicht für Orchester ausgelegt. Ich glaube, ich gucke mir auch in Zukunft nichts mehr an, wenn da kann man nichts anschauen. Wenn jetzt zum Beispiel Harry Potter mit großem Orchester kommt oder so, ich gucke es mir nicht an. Da fahre ich lieber vielleicht nach Stuttgart in die Liederhalle oder sonst wohin oder in die Elbphilharmonie, vielleicht, aber da wird es wahrscheinlich mit der Leinwand schwierig. Nee, das macht den ganzen Abend zunichte. Das ist so schrecklich. Da hätte vorne auch ein CD-Player stehen können. Also, es wäre so gut gewesen, also auch wenn mal Farbenspiel des Winds nicht wirklich hingehauen hat, aber es wäre so schön gewesen, wenn man was richtig gehört hätte. Und es war alles dumpf, es war flach, genau das, was man sich von so einem riesigen Orchester eigentlich nicht wünscht. Punkte? Gesamtpunkte? Also, jetzt nur für Disney in Concert würde ich für diesen Abend 8 Punkte geben, aber ich muss leider 2 Punkte abziehen.
Das sind dann... Also ich gebe 6 von 10. Das sind dann nur noch 6 Punkte für den Abend, weil die Akustik echt grausam war. Auch wenn diese Solisten gesungen haben, was sie konnten, und auch richtig gut gesungen haben. Natürlich, Willem meint, Let It Go, also von Frozen gesungen hat, die das dann zum Schluss nochmal gesungen hat. Eigentlich ein Moment, der schon auf der CD Gänsehaut macht, und da kommt gar nichts rüber, weil diese ganze Halle alles frisst. Also das ist echt mies. Diese Tour, die jetzt momentan lief, die ist ja jetzt erstmal rum, ja. Aber im Herbst gibt es was Neues, das heißt, glaube ich, Magical Moments oder so. Das ist im Prinzip das Ähnliche, bloß mit anderen Songs und so weiter. Guckt, überlegt euch wirklich, wenn ihr schon mal in dieser Halle wart oder in diesem Konzerthaus oder wo auch immer das dann bei euch gezeigt wird, das ist ja eine Tour, ob die Akustik gut ist. Das, ja, wir waren jetzt noch nicht in jeder Halle in Deutschland, aber wenn ihr wisst, okay, da werden sowieso immer große Konzerte gezeigt, sowas wie Liederhalle Stuttgart zum Beispiel, dann würde ich da reingehen. Wenn ihr aber wisst, okay, das ist eine Eishockeyhalle oder dann wird sonst nur Fußball gezeigt, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da die Akustik so gut sein wird. Aber wenn die Halle gut ist, schaut euch's an, das ist ein Abend, wo Kindheitserinnerungen wieder zurückkommen. Und es ist eigentlich egal, wo man sitzt, weil dieses Orchester, es ist ja... Naja, nun, ganz die haben natürlich auch nicht gesessen. Ja, die haben natürlich auch große Leinwand, und diese Leinwand, wo diese Filmausschnitte gezeigt werden, ist ja eh riesig. Es war flach bestuhlt bei uns und wir saßen jetzt, was weiß ich, Reihe 10 oder so, wir haben jetzt auch nicht schlecht gesehen, weil man guckt ja sowieso die ganze Zeit nur hoch. Ja. Es war mir ein bisschen wenig auf der Bühne los, muss ich noch dazu sagen. Es war so ein bisschen, man hat, stand halt immer in einer Reihe und hat gesungen. Es hat war ein Konzert, was angekündigt war, deswegen, dafür ist es schön, und ich würde mir es immer wieder anhören, bloß nicht in dieser Halle.